Herzlich willkommen zur Geschmackssache, dem Podcast von Thomas Siffling und Jörg Haidt, live aus dem Jazzclub Ella und Louis in Mannheim. Herzlich willkommen zu unserem Geschmackssache-Podcast, heute live aus dem Ella und Louis. Wie immer an meiner Seite, schon gewohnt wie ein altes Ehepaar, der liebe Jörg. Jörg, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, lieber Thomas. Fühlst du dich so wie so ein altes Ehepaar? Na gut, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Wir sind nicht alleine am Klavier, Daniel Brandl. Oh. Und in unserer Mitte sitzt einer, dessen Leben sehr viel mit Geschmackssachen zu tun hat. Sein ganzes Leben ist eigentlich Geschmack. Herzlich willkommen, Vincent Klink. Denn Vincent Klink ist Koch, er ist Musiker, er ist Buchautor und Genussmensch durch und durch. Herzlich willkommen, Vincent Klink. Danke, bin gern hier. Lieber Vincent, schön, dass du da bist. Schön, dass du den weiten Weg aus Stuttgart nach Mannheim auf dich genommen hast. Ist nicht weit. Man fährt da durch das Kraichgau, ist es so ein bisschen, oder? Ist es Kraichgau? Kraichgau, ja. Mit dem Zug ist eigentlich eine schöne Reise. Schöne Gegend und ist auch nicht so weit im Osten wie Sibirien. Schon okay. Stuttgart meinst du jetzt? Vincent, schön, dass du da bist. Geschmackssache, bei uns wird immer heiter getrunken, auf Teufel komm raus. Der Jörg ist ja eher so einfaches Gemüt, er trinkt Bier aus der Flasche und Filterkaffee, das können wir dir anbieten. Ansonsten hätte ich einen schönen Wein für dich, wenn du magst. Ich sehe wenig Begeisterung, aber lieber ich Vincent. Ich trinke den Wein gern, aber ich bin übrigens täglicher Biertrinker. Oh. Weil ich trinke jeden Abend eine Flasche Bier. Oh. Was denn für ein Bier? Egal, oder? Es ist eine Brauerei in der Nähe von Rottenburg, heißt Ochsen. Und die habe ich mal besucht. Also ich habe einen Freund in Frankfurt, der hat ein Bierlexikon geschrieben. Und dann habe ich gefragt, ich möchte mal ein Bier, wo andere nicht haben, also was Besonderes. Und dann bin ich dorthin und eine Brauerei seit 200, 300 Jahren. Und dann frage ich, ja, und wie viele Beschäftigte haben sie? Und ich sage, ja, wieso ich? Die Mutter steht im Laden unter, der Vater fährt aus, dort sind die Füße. Und seit 15 Jahren habe ich das Bier von denen am Anfang. Ochsen. Ochsen in Ergensingen. Und dann war das Bier ein bisschen fad. Da fragte er, was sagen die Gäste zum Bier? Und ja, es wäre ein bisschen fad. Dann mache ich halt ein bisschen mehr Hopfen rein. Und seitdem ist das spitze. Okay. Und das trinke ich jeden Abend. Und danach kommt der Wein, klar. Danach kommt der Wein, wunderbar. Ich habe extra ein Stuttgarter Bier, weil ich dachte, ich kann ja mal gucken, was es hier so zu kaufen gibt. Ein helles von Hofbräu. Mittlerweile machen ja alle Brauereien auch helles Bier, weil das irgendwie halt nicht so pilzig ist und so weiter. Läuft gut rein. Und genau, läuft gut rein. Stuttgarter Hofbräu ist das? Stuttgarter Hofbräu und das heißt Käpsele. Kenne ich gar nicht. Ich kenne auch nicht. Kann ich dir gerne anbieten. Ich trinke auch eins davon. Ansonsten vielleicht auch nach dem Wein. Thomas guckt schon ganz kritisch, wenn er alleine Wein trinkt. Nee, wir trinken jetzt schon. Ja, ne? Nein. So. Schau mal, ich habe nämlich ein Weingut Lind, ist uns eingefallen, ist in der Nähe von Landau. Ein Öko-Weingut und es ist ein Pinot Auxerrois. Was soll man das heißen? Ja. Ja, ja, Burgundersorte, Weiße. Siehst du, wie gut, dass du da bist. Ne? Dass wir dich eingeladen haben. Sogar noch mit Korken. Und die Pfälzer sind richtig gut. Ja, wir sind ja in der besten Weinregion hier, sowieso. Da schenke ich dir mal was ein. Da können wir auch klar anstoßen. Auch wenn der Jörg Bier trinkt, Stuttgarter Hofbräu. Ich dachte. Was war diese Werbung früher? CD-Pilz? Was war das, Stuttgarter? Karl Dinkelacker. Karl Dinkelacker. Dinkelacker. CD. Ja, das mit dem Silberhals. Das weiß ich nicht. Auch gut. Ja, ja. So nix. Sehr traditionreich. Also. Das stoßen wir erstmal an. Wenn du dem Thomas viel erzählen. Du da bist. Zum Wohl. Sehr zum Wohle. Lasst euch schmecken. Käpsele. 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 Oh, jetzt sind wir mal gespannt. Das ist wunderbar. Oh ja. Bist du aber, Thomas, du trinkst eigentlich nie Rotwein, ne? Ich trinke selten Rotwein. Selten? Selten Rotwein. Ich bin so ein Weißweintrinker. Ich kann zum Beispiel nur im Winter Rotwein trinken. Ich auch. Ja? Winterrot, Sommerweiß. Ja. Also im Sommer ist das für mich ein Unding, kann ich kein Rotwein trinken. Und ich trinke auch oft gegen den Durst, da gebe ich durch einfach Eiswasser rein. Ja. Direkt in den Wein. Bei einem so teuren Wein. Das ist ja, die Diskussion hatten wir hier schon oft, dass ich ja der Meinung bin, ein guter Wein wird ja nicht schlechter, wenn man ein Schorle draus macht. Aber es ist so diese
ganz großen Weinkenner, die, für die ist es ja ein riesiger Fauxpas, wenn man in einen guten Wein... Darauf an, wenn du so im Chassagne Montrachet für 40 Euro Sprudel reingießt, das ist einfach eine blöde Sache. Das ist, wenn du dir einen McLaren Auto kaufst mit Holzreifen oder irgendwie. Ist das so? Darf man denn in der gehobenen Gastronomie, dürfte man das machen? Also der Gast ist König, oder? Also wenn ich mir jetzt einen sündhaft teuren Wein bestelle und dann deinem Sommelier in der Wielandshöhe sage, haben Sie vielleicht noch ein perlendes Wasser dazu? Ich würde gerne eine Schorle trinken. Was wird dann passieren? Das habe ich gar kein Problem. Wer das machen will, soll es machen. Das Einzige, was mir mal sehr unangenehm aufgefallen ist, wir hatten früher noch sogenannte Russenweine. Russenweine? Das sind Weine so für 800 Euro die Flasche oder so. Für die Russen oder von den Russen? Haben wir einfach Russenwein genommen, weil das haben nur Russen getrunken. Die einfach das Geld haben. Wo kann man denn Weine für 800 Euro kaufen? Da Coca-Cola rein, verstehst du? Da dachte ich, na ja, ich kaufe keinen Russenwein. Das gibt's bei uns nicht mehr. Wir haben inzwischen nur noch Weine, 100 Euro, Ende Gelände. Und da suchen wir einfach das Beste raus. Das, ja, was halt der Gourmet hat. 100 Euro trinken wir auch nicht jeden Tag. Und diese, es gibt da so Prestigeweine. Es gibt ja viele Leute, die haben gar keinen Spaß am Autofahren, sondern nur die Freude dran, dass der Nachbar neidisch ist oder so. Und solche Gäste brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Und das hat sich ein. Aber wie wird man die los, frage ich mich, so unangenehme Gäste, weil der Gast ist. Du hast einfach den Wein nicht mehr. Das Geld ist von allen gleich. So, ne? Da musst du ja irgendwie auch so ein bisschen loyal und diplomatisch sein. Ja. Aber du sagst, die Gäste haben wir nicht mehr. Du kannst ja nicht sagen, ey, das passt dein Verhalten. Das erreicht man durch Zurückhaltung. Also jeder Gast will ja richtig lieb gehabt werden. Aber auch nicht zu viel. Das kann man steuern. Aber nicht zu viel. Ja, nicht. Ja, nicht, sonst hast du in der Bude. Der Gast kann ich so gut leiden wie Elefanten. Aber die Leute, die für 900 Euro Wein trinken, wollen viel Liebe haben. Und wenn du denen keine Liebe gibst, dann kommen die nicht mehr. Ja, schon, aber wenn man da so ein bisschen zu, die erwarten ja, dass man von ihnen begeistert ist. Und wenn die Begeisterung nicht aufkommt, dann finden sie ihr Podium nicht, wo sie sich produzieren können und muss das auch so ein bisschen Seelsorge sein, wahrscheinlich. Ja, ist aber ein zuhören können und ist ein jahrelanger Prozess. Es dauert wirklich lange, bis du deinen Stall sauber hast. Das dauert lang. Es ist sicher im Jazzclub ähnlich. Da gibt es auch Spinner, die vielleicht die ganze Szenerie stören oder rumbrüllen, wenn einer ein sensibles Solo spielt. Und bis du dann so Quatschköpfe weg hast oder. Das dauert, das kann man auch nicht mit dem Hackebeil machen, sondern sensibel. Routine. Sanfte Abwehr. Wissen Sie, wir haben vier Themen, die wollen wir jetzt auslosen. Das darf der Jörg vielleicht machen, wenn er Lust hat, mit dir. Oh, ich darf los. Mal, du darfst auch mal, los. Mal bewegen, ja? Wir gucken mal, was rauskommt. Daniel, wir gucken mal, was Vincent, rauskommt. Willst du ziehen? Zieh. Falls du es lesen kannst, lies es vor, wenn nicht. Kulinarik schon wieder. Kulinarik. Mit Kulinarik fangen wir an. Ist doch okay. Das war magnetisch wahrscheinlich. Ja, das muss ja. Bei einem Sternekoch ist es einfach naheliegend, dass man Kulinarik zieht. Schon wieder? Nee, es ist alles Kulinarik. Wir zählen alle. Aber es sind zweimal Kulinarik drin. Carte blanche. Also da kann ich mal raussuchen, was sie will. Kannst erzählen, was du willst. Tatsächlich, der Podcast ist ungültig. Hier ist nochmal Kulinarik. Ich lege das mal zur Seite. Okay, dritte. So, was haben wir als zweites? Die Carte Blanche. Carte Blanche. Ein Thema. Da würde ich mir seltsame Hobbys, glaube mal, vornehmen. Kürzlich dachte ich, ich könnte ein Stricken anfangen. Das ist ein. Das seltsame Hobbys passt gut zu dir. Das ist nicht. Das möchte ich sehen. So. Seltsame Hobbys Karte ist Nummer gut, drei. Das passt gut. Nummer drei. Was haben wir als drittes? Also, wenn ihr meiner Frau was übel nimmt, ist, dass sie keine Nähmaschine hat. Das finde ich nicht gut. Ich hab's gern. Reise. Oh ja. Reise. Gut. Haben wir das Thema Musik als letztes. Musik. Das wird die Auslosung noch zeigen. Die Auslosung. Ja, da kommen wir Musik. Musik drin, gut. Ist doch für jeden was. Also was haben wir? Haben wir Kulinarik, Carte Blanche, Reise und... Der Daniel hat mitgeschrieben, dass wir keinen Fehler machen. Du hast die Buchhaltung. So, Musik war die vier. Mit der Carte Blanche geht es weiter nach der Kulinarik, dann kommt die Reise. Also Kulinarik, schau mal, ich habe schon mal eine Frage. Ich habe dir ja... Du hast eine Schallplatte mitgebracht. Philly Joe Jones, Ned Adderley, Johnny Griffin, Blues for Dracula.
Da sind wir ehrlich, ich habe sie nicht mitgebracht. Weil ich in dem Zug nicht mit dem Ding da rumlaufen wollte. Aber mich macht freut, doch nicht alles kaputt, wie ein Fan. Ich freue mich trotzdem, das ist fast so ein Gedanke über da. Beide Musiker, Ned Adderley, Johnny Griffin, damals genannt im Jazzclub war Johnny Greifinger. Schnell sagst du, beide habe ich persönlich kennengelernt. Echt? Und Ned Adderley damals, also habe ich ja die richtige mit einer katastrophalen die Gnade der frühen Position. Geburt. Ned Adderley, null Ansatz, null geübt. Und zwar gab es so Matinee-Konzerte, also bei Ned Adderley, in der Villa Berg mit dem Lehnorchester, wurden so Stars. Da war Ned Adderley, und der hat eigentlich nur in seine Trompete reingeschrien, der Kong. Hat das nicht mehr richtig gecheckt oder nicht geübt. Und Johnny Griffin war in meiner Lehrzeit mit einem gewissen Waldi Heidepriem, die beiden Söhne sind ja auch Musiker, war er Gast in meinem Lehrbetrieb. Und dann kommt mein Lehrchef rein und sagt, sag mal, da draußen sind zwei, also ein Schwarzer und ein Weißer, ein Freiburger und ein Schwarzer. Die trinken gar keinen Wein, die trinken flaschenweise Johnny Walker. Also haben die auf der Tisch gehabt zum Mittagessen. Der Heavy Metal war noch nicht erfunden. Was sind denn das für Leute? Sind das Bekannte von dir? Ah ja, die sind halt vom Jazzclub. Ich war damals im Wörracher Jazzclub. Und der Waldi Heidepriem hat extra für sein Jazzwerk, der war gut situiert, ein Freiburger Unternehmer, aber sehr guter Pianist, der war mit Wolfgang Dauner sogar. Der Papa von Thomas Heidepriem, oder? Der Waldi. Genau, der Vater. Und der hatte extra für seine Jazz-Gigs einen Rambler, also so einen Straßenkreuzer. Und dann sind die halt nach anderthalb Flaschen, die restlichen Johnny Walker haben sie mitgenommen, sind die hier zu ihrem Auto und dann sind die da runter ins Dorf, in den Jazzclub runter. Und ich muss sagen, dieser Johnny Griffin, der hat ja eine Alkoholkon, der spielt wie ein Wahnsinniger. Also nicht, dass man dachte hat, irgendwie, der kriegt das nicht gebacken, weil er so viel gesoffen hat. Der war es irgendwie gewöhnt. Also das waren noch Typen. Ich habe aber die Platte eigentlich ausgerufen, weil ich mir gedacht habe, Dracula, Blut. Und die Frage ist, wird noch mit Blut gekocht eigentlich, als Laie? Kocht man mit Blut noch? Ja, aber eigentlich selten. Also in der Wilhelmshöhe oft, weil wir solche Gerichte pflegen. Das ist ja so eine Art Denkmalpflege, die wir da machen. Weil das sonst, wir machen sehr viele Gerichte, die in Vergessenheit geraten. Was ist denn ein Gericht mit Blut zum Beispiel? Hilf mir also zum Beispiel Gänseklein, blutsauer. Also Gänseblut. Oder Rehragu wird bei uns mit Blut angerührt. Oder Hasensoße. Mit welchem Blut? Beim Hasen haben wir Gott sei Dank einen Jäger, der uns das Blut des Hasen abfüllt. Übergibt. Also wenn er sich ausnimmt. Ja. Und dann gibt es ein tolles Gericht, zum Beispiel Schweins, wie Gulasch. Und das Blut ist ein reines Eiweiß, so ziemlich. Da kannst du das andicken, wie wenn du Ei dazu gibst. Und dann wird es aber, ist es nicht mehr rot, sondern ganz schwarz, wie ein Blutwurst. Ne? Wie schmeckt denn Blut? Und man kann das im Haushalt ganz einfach auch machen, wenn man, nimm mal, du machst einen Rehragu und willst eine Soße, die ein bisschen, dann nimmst du einfach eine weiche Blutwurst und du musst die da reinbröseln und die mixt du dann unter die Soße. Dann hast du, wie hat der Goethe gesagt, Blut ist ein ganz besonderer Saft im Faust. Und in der Tat ist im Blut eine unheimliche Kraft drin. Ich habe ja zeitlang als Metzger geschafft. Und mein Vorgesetzter, also der Obergesell, der hat beim Schlachten immer so ein Gläschen Blut getrunken. Weil der war im Wichtheberclub da und scheinbar kriegst du da eine tierische. Heute wäre das Blutdoping wahrscheinlich verboten, ne? Aber er war ein total pazifistischer, liebenswerter Mensch. Also, und kein Fleisch. Vielleicht für Vegetarier eine schöne Alternative. Jedenfalls macht das nicht aggressiv, stimmt nicht? Und es war früher, glaube ich, bei der Hausschlacht eine ganz wichtige Sache. Weil das ist ja einfach sehr wertvoll. Und das Andicken mit diesem Blut, vielleicht kam es auch daher, dass wir es heute nicht fortschmeißen wollen. Aber es gibt zum Beispiel eine Wildsoße mit nur Blut rein. Aber wenn es Schweinsblut ist, darf man halt nicht weiter sagen. Falls zum Beispiel meine Frau isst kein Schwein, aber
Ich habe sie auch schon öfters ein bisschen überlistet. Und so. Wobei ein Vegetarier darf man nicht mehr überlisten. Das darf man nicht machen. Ja. Da gibt es ja auch welche, die allergisch darauf reagieren. Oder das ist die Ethik eines Kochs. Man darf keine Ware unterschieben. Ja. Also wenn da heißt, in Blutsoße, also Hase machen wir in Blutsoße. Und das steht dann auch da, in Blutsoße. Das muss man hinschreiben. Hm. Und komischerweise hat in den letzten 10 Jahren die Freude an solchen Dingen, diesen Basisgerichten, diesen uralten Gerichten, das hat sehr zugenommen. Muss man irgendwas beachten, wenn man mit Blut kocht, also oder arbeitet? Ist das Blut noch zu reinigen oder ist das? Nee, man das halt nicht. Wie lange hält Blut? Sein vom Metzger. Ja, okay. Und ich finde ja auch ganz toll, wenn man beim Metzger ein Fläschchen Blut bestellt und der hat gar keins, dann weißt du genau, er kauft seinen Krempel irgendwo im Großhandel. Er macht es gar nicht mehr selber, nicht? Das ist ähnlich, wie wenn du einen ganz frischen Hamburger willst bei McDonald's. Weißt du, wie das geht? Hat mir der Besitzer von so einem McDonald's gesagt, du musst immer einen Hamburger bestellen ohne Zwiebeln. Dann müssen sie ihn frisch machen. Dann warst du schon mal bei McDonald's? Gehst du zu McDonald's oder Burger King? Also wenn ich so Lesungen habe und es ist spät abends, dann, es ist ja nicht so oft, aber einmal im Monat, zweimal im Monat, warum nicht? Danach noch. Das war ganz schlecht. Also nachts um 12 an der Autobahn bist du da, da weißt du wenigstens, was dich erwartet. Also schmeckt's dir? Und was ist denn immer bei McDonald's? Schmeckt mir sehr gut. Bitte? Weil der erste Hamburger schmeckt mir wahnsinnig. Und das ja, der ist ja schnell weg. Das ist wahrscheinlich so dieses anders schmeckende. Das ist einfach was ganz anderes, was ich gewöhnt bin. Und dann stelle ich mir mal, halt nochmal zurück, nochmal ein. Und dann wird es mal schlecht. Und dann reicht es wieder eine Weile. Jetzt machen ja diese Fastfood-Ketten, egal welche, immer Werbung, ja, von glücklichen heimischen Bauern und so weiter. Und du bist ja als Sternekoch durchaus erfahren, auch was Hackfleisch und so weiter angeht. Wie schmeckt das auf deiner Zunge? Glaubst du denen, dass das mit Fleisch irgendwas zu tun hat? Also da traue ich niemanden mehr. Nur wenn es draufsteht, wo es her ist. Also wenn er Farbe bekennt. Unsere Schweine kommen von den schwäbisch-hellischen Erzeugern und so weiter, dann ist das okay. Aber wenn das nicht dran steht, esse ich sowas eigentlich nicht. Außer bei Hamburg ist es nicht so schlimm. Das sind immer Rinder, das ist kein Schwein. Und die Rinder werden nicht, längst nicht so gequält wie die Schweine. Und gerade in Süddeutschland haben wir, was Rinderochsen angeht, nicht diese Massenhaltung wie Nordrhein-Westfalen oder sonst irgendwie. Also in Süddeutschland sind wir schon um einiges besser dran wie. Und die ganzen Skandalbetriebe sind ja auch da, Oldenburger Gegend oder da oben. Tief, ja. In der norddeutschen Tiefebene. Ja, genau. Also, aber bei Schwein bin ich ganz heikel. Und ich. Das heißt, du hast deine Zulieferer, die du kennst und die du, wo du weißt, wo alles herkommt. Ja, und ich wundere mich, dass das nicht mehr Kollegen machen, weil man kann, das ist natürlich teurer, aber du kannst den Preis weitergehen. Das Publikum sieht es ein. Ja, sehe ich genauso. Das ist überhaupt kein Problem, wenn die für ein Schweinskotelett zahlen, die dann halt bei uns vielleicht 8 Euro mehr, wie wenn ihr billiges hättet. Aber sie haben da ein Erlebnis und nicht nur den Bauch gefüllt. Ich glaube das auch, dass die Leute viel mehr gewillt wären, wenn sie wüssten, woher das Zeug kommt, mehr dafür auszugeben, dass man sich da mehr Sorgen macht, als es eigentlich. Ja, es hat auch das Zuhause-Kochen ja sehr zugenommen. Und wer zu Hause kocht, der kommt zwangsläufig zu guten Lebensmitteln. Weil das Problem in meinem Beruf ist ja, es gibt sehr viele junge Köche, so Lehrlinge, die praktisch den Beruf wechseln, weil es Gott Spaß macht. Und es macht eigentlich keinen Spaß, wenn ich da Tüten aufreiße, aufgetaute Koteletts oder vorpanierte Schweineschnitzel. Das aber es liegt doch dann am Ausbilder. Es liegt doch daran, die sagen mal, unsere Kundschaft zahlt nicht mehr. Das ist aber das Gleiche wie beim Wein.
Als ich jung war, hat eine Flasche Wein halt 3,50 gekostet, jetzt kostet 12. Du musst apropos es einfach Wein. Dem Publikum erklären, dass da was besser geworden ist. Ich gebe dir mal noch ein bisschen vermitteln. Wein. Ja gut, da haben wir ja so ein Ungleichgewicht, weil wir seit Jahren im Discounter ein Kilo Schweinefleisch für 3,99 Euro kaufen können. So, das ist ja irgendwie für die Menschen so ein Maßstab. Ne? Aber das kann ja irgendwie gar kein Maßstab sein. Andererseits, viele können und wollen ja gar nicht mehr. Ja, bezahlen. Also das sagst du natürlich als Sternekoch. Du hast ja mit einer ganz anderen Klientel zu tun. Also das Wort Sternekoch will ich jetzt heute Abend nicht mehr hören. Okay, du bist ein... ich bin einfach ein Koch und kein schlechter Koch. Und vor allen Dingen, meine Ethik stimmt. Und die stimmt bei manchem Sternekoch eben nicht. Mhm. Ich habe erst kürzlich von einem Drei-Sterne-Koch gehört, er kauft nur die beste Ware, die es auf der Welt gibt. Irgendwelche Garnelen aus dem südchinesischen Meer, den Spargel aus dem Hochland von Peru oder was weiß ich. Also da muss ich mal sagen, das ist so eine Küche für Event-Gourmets oder Verrückte. Oder? Da ist ja mehr Shishi drumherum. Ja, ja, also das hat ja nichts mit dem meinem Berufsethos. Wir hatten uns ja schon mal in einer unserer Folgenshows drunter unterhalten, dass man nicht kosten darf, ne? Vom Gegenüber, dass es bei gewissen Kollegen von dir ja ab und zu auf der Rechnung steht dann, wenn man von seinem Gegenüber gekostet hat, dass man doch bitte von einem weiteren Besuch absehen soll, ne? Was ja völliger Humbug ist. Ne? Das stimmt überhaupt nicht. Ich glaube, der Johann Lafer hat sogar 1.000 Euro ausgesetzt, wo das einer nachweisen kann, dass es passiert. Okay. Es ist noch nie passiert. Ich kenne einen. Das ist bloß ein Gequatsche für Leute, die kein Geld ausgeben wollen. Ich kenne zwei, wo das passiert ist. Wirklich. Hast aber keinen Beweis, ich schwöre. Doch. Dann kriegst du 1.000 Euro. Ja, 2.000 Euro, Thomas. Der Tag hat sich schon gelohnt, wirklich. Nee. Aber das kriege ich raus. Ja, das ist immer der Freund eines Freundes. Und der das ist nur eine Kette, nur eine Kette weiter. Ja. Ich glaube, wir müssen kurz nochmal, genau. Oh, sag mal. Die Zeit springt. Oh. Stevie Wonder. I wish ist unser nächstes Thema. So. Der Vincent wird gerade frisch verkabelt. Das kann passieren bei einer Live-Show. Da wird erstmal der fette Autoschlüssel rausgezogen aus der Tasche. Ja. Hast du eigentlich ein Auto, Vincent? Hast du ein Auto? Okay. Und was? Ein Elektroauto schon? Ich habe einen Diesel, der noch nicht verboten ist, aber auch schon ziemlich alt. In Stuttgart ist es ja und eine Rarität ist schon das fast. Schönste ist es. Darfst du noch nicht fahren in Stuttgart mit dem Diesel? VW. Ein VW-Diesel. Wie der heißt. Er hat vier Allradantrieb. Ist aber nicht die große Kiste. Touareg. Nee, ein Tiguan. So Tiguan, Touareg. Ich glaube, so heißt. Oh, ja. Bisschen kleiner. Und es ist der schönste Tiguan überhaupt, den es gibt, weil er ist rundherum zerbeult und zerkratzt. Und ich begrüße das. Wird aber bei den Nachbarn nicht so gern gesehen, wenn man da doch so Schrottlaube fährt. Bist du so ein schlechter Autofahrer oder was? Nein, ich fahre halt in der im Parkhaus irgendwie, da bleibe ich halt hängen und was weiß ich. Auf jeden Fall erzeuge ich keinen Neid. Um das geht's mir. Ich bin der nette Kerl von nebenan. Mit dem zerkratzten Auto. Und für einen Gastwirt ist es sehr wichtig, mach dich sympathisch, keinen Neid zu erzeugen. Ja. Und die Gäste, ich kenne Kollegen, die hatten auch schon einen Ferrari geleast, ist alles nicht so kompliziert, sind alle pleite gegangen. Das darfst du nicht machen. Du musst einfach, okay, ich kann nicht tiefer gehen wie ein Greenpeace-Fahrrad, das haben wir auch ab und zu, so Greenpeaceler, die mit dem Fahrrad kommen. Deswegen aber das ist bei euch schon ziemlich anstrengend, mit dem Fahrrad da hochzukommen. So ein Greenpeaceler, ne? Die sind sehr heavy leider, die Typen. Da. Schon steil da hoch. Ja, steil. Also, da muss man die Bahn nehmen. Ne? Thomas, verbeulte alte Autos, dein Thema. Ja, ich bin halt anders. Aber ich bin ja auch kein Gastronom. Nein, ne? Ich bin ja auch kein Gastronom. Ich bin überhaupt nicht, meine Frau ist, ich darf nie mehr ein anderes Auto kaufen. Sie sagt, das ist alles Mist, Auto ist schlecht. Böse und was weiß ich. Und ich würde mir so gern
erstens mal einen sehr alten Aluminium vernieteten Range Rover, ja, so aus den 50er Jahren. Und dann vielleicht noch ein Austin Froschauge. So, ich habe viel Spaß an solchen komischen Kisten, aber ich habe eine vernünftige Frau und das ist vielleicht ganz gut so. Gute Mischung. Apropos komisch, wir sind bei der Carte Blanche und der Vincent hat im Vorfeld ein sehr schönes Thema in den Raum geworfen. Carte Blanche heißt, wir können reden über dies und jenes, über Hinz und Kunst. Du hast gesagt, du würdest gerne über seltsame Hobbys reden. Finde ich spannend. Seltsame Hobbys. Ich weiß von dir, dass du sehr leidenschaftlicher Musiker bist, vom Bassflügelhorn und was du alles ausprobiert alles hast. Mögliche. Und du bist mittlerweile, glaube ich, Mundharmonika. Du bist mittlerweile, glaube ich, bei der Mandoline gelandet. Aber da gab es noch viele Zwischenstationen. Ja, also Musik ist ein großes Thema. Ich bin eigentlich ein Schwab. Meine Mandoline ist wahrscheinlich einzigartig auf der Welt. Also ich habe viele Mandolinen mittlerweile. Weil das Gute ist, auch bei meinen Fotoapparaten, meine Frau kann die Dinger nicht unterscheiden. Ich hatte auch schon mal 4 Motorräder. Sie dachte immer, ich hätte nur eins, weil sie sich das nicht merkt. Wie gut, dass wir unter uns sind und heute. Ich habe eigentlich Antiquitäten an alten Mandolinen, die relativ billig sind, die ich selber aufrichte. Aber erklär doch erstmal, wie kommst du denn, also wie gesagt, ich habe dich kennengelernt, da hast du Bass-Trompet gespielt. Ne? Ja, dann hatte ich, der Höhepunkt meiner Laufbahn war mit dem Arkadi, also dieser Waldhornspieler und ein Russe. Schildklopper. Schildklopper, Ludwigsburger Festspiele, habe ich geschafft. Ich nix können. Blut und Wasser geschwitzt, aber ich habe es hingekriegt. Und da war noch der, wer war da noch dabei? Der Herbert Joos, der war genauso fertig wie ich, weil wir hatten 40 Grad in der Bude. Und man darf in Ludwigsburg kein Fenster aufmachen aus Denkmalschutz. Oh Gott. Aber ich stehe eigentlich unter Denkmalpflege. Also es war nicht korrekt. Und da habe ich gesagt, diese Scheiß, 2,5 Kilo wiegt das Ding, habe die Schnauze voll. Was jetzt die Basstrompete? Ja. Also eine Basstrompete ist eine große Trompete, um das mal. Das ist praktisch in der Tonlage einer Posaune. Mhm. Hat halt relativ viel Wicklungen. Aber Pumpventile? Pumpventile und viel Luft. Und so weiter. Und ich habe es dann ganz gut hingekriegt, habe gedacht, das hast du geschafft, jetzt kommt das Nächste. Und dann bin ich aber wieder zurück zur Flöte, weil ich habe dann die ganze Blech verkauft. Ich hatte Ventilposaunen von 1906 und was weiß ich. Stimmt, die Typposaunen hatte ich auch mal bei dir. Uralte Dinger, die hervorragend funktioniert haben. Und dann habe ich alles verschenkt auch von einem Musikverein. Und da hatte ich eine Querflöte übrig noch aus meiner früheren Zeit. Und die hat mal 32.000 Mark gekostet. Aus purem Gold. Unverkäuflich. Dann habe ich gesagt, aus Trotz, wenn es keiner, wenigstens für 8.000. Einschmelze. Ja, selbst für einen Schmelzwert, wenn es da keiner will. Dann habe ich aus Trotz wieder Flöte angefangen. Und dann kam der Lockdown. Querflöte. Dann habe ich gemerkt, ich allein mit meinem Ton da im Lockdown, alleine, blöd. Ich brauche was, wo ich mich besser hören kann. Und dann war ich gerade einmal Buch über Griechenland, da haben wir mal Bouzouki gekauft. Kennst du Taki und so, diese Musik da? Und das hat mir eigentlich fasziniert. Das Problem war, eine Bouzouki ist ja wie eine türkische Laute, so kugelig. Jetzt bin ich auch kugelig. Jetzt hat Kugel auf Kugel. Bis heute funktioniert das nicht mit den Dingern. Die wollen immer ein bisschen kürzer schnallen und oben drauflegen. Und dann bin ich auf eine portugiesische Mandoline gekommen, die ist flach. Dann war mir irgendwann mal der Ton, das ist ja in der Tonlage eine Violine. Der ist sehr hoch, ja. Bisschen quietschig. Passt nicht zu mir, ist zu hoch. Eine Oktave tiefer, ne? Ist es aber zu schlapp, geht nicht. Dann habe ich vielleicht 200-300 Euro investiert in Saiten, bis die Dicke der Saiten und die Spannung hat eine Spezialfirma in Markt Oberdorf. Nee, da im Osten. Markt Neukirchen. Ja. Tolle Firma. Mache ich Werbung für die. Lenzner Saiten. Mhm. Hammermäßige Firma. Und jetzt habe ich eine Mandoline, die ist wirklich so klein und spielt eine Oktave tiefer. Und es schnettert nichts. Der Ton ist ja ähnlich wie bei der Gitarre ab der D-Seite. Ist auch aber genauso gestimmt.
Aber du kommst von Flöte, Trompete, Mandoline, das sind ja völlig unterschiedliche. Ja, weil man muss doch erstmal, bis man erstmal so einen Übungserfolg oder so ein Gefühl der Zufriedenheit hat. Hast du schon mal gekonnt? Das dauert doch relativ lang. Ich habe einigermaßen so Gitarre spielen können. Konntest du schon. Klassisch, alles klar. Klassische Schule. Ja. Dann kam aber Plektrum. Das vielleicht ein Mist. Spielt man Mandoline die Plektrum? Trist? Spielst ja, du spielst mit Plektrum. Das ist in der Stahlseite, knallhart gespannt. Das war bitter, sage ich dir. Mindestens 4 Wochen Totalfrust. Und da ging es langsam. Durch den Lockdown damals habe ich massig Zeit gehabt. Jeden Tag 3 Stunden, 4 Stunden geoxt an dem Ding. Dann habe ich gedacht, ganz alleine, also man könnte noch ein bisschen Hall haben. Und dann gibt es auf der Schwäbischen Alb, gibt es einen, der baut Humbucker, also diese Magnet- Tonabnehmer auf der Schwelle. Ein Mannbetrieb mit 3 Hausfrauen, die mit ihm den Laden machen und der beliefert. In der Pfalz gibt es einen der berühmtesten Gitarrenbauer. Ja. Ritter. Der wird auch von dem beliefert. Ja. Der hat mir da 2 Humbucker eingebaut. Jetzt kann ich loslegen wie Jimi Hendrix. Das die, also beim ersten Mal habe ich gedacht, halt, mein Gehör, Mesa Boogie Verstärker, alles kannst du loslegen. Und ich kann es mittlerweile schon sehr gut, muss ich sagen. Das muss der, wenn der was Lockdown vorbei ist, müssen wir das dann ja hier mal auf der Bühne. Was ich nicht kann, ist jemand, was. Ich wollte kürzlich dem Patrick was vorspielen. Da, plötzlich war ich so Lampenfieber, dass die Hände bloß nur zuckt haben. Ich habe nichts mehr hingekriegt. Und das muss ich noch ein bisschen. Ich habe einen Gitarristen, mit dem muss ich das ein bisschen üben. Also vor Leuten zu spielen, das ist wirklich. Aber du hast da Routine ja eigentlich, ne? Also nee. Lesungen, also ich sag dir ja, ganz ehrlich, Basstrompete, aber Basstrompete ist viel schwieriger vor Leuten zu spielen, weil wenn du dann nervös bist und einen trockenen Mund hast, ne? War am Anfang auch Trauerspiel. So. Am Schluss, wo mir scheißegal war, da ist es am besten gegangen. Und mein Küchenchef im Humpelmeier in München, das war die Lieblingskneipe von Kurt Jürgens und Aga Khan und die Typen. Der hat immer gesagt, klingt, was bist du immer so nervös? Soll der sagen, was das Problem ist? Nervosität bedeutet nicht können. So einfach ist das. Guck, dass es kannst, dann bist du immer nervös. Da ist recht. Was dran. Da ist wirklich was dran. Hm. Wenn du dir selber sicher bist, bist du nicht mehr aufgeregt. Ne? Ja, trotzdem braucht man eine gewisse Routine ja vor Leuten. Auch wenn du weißt, dass du es kannst, ist es was anderes, in deinem stillen Kämmerle zu spielen, als wenn du auf einer Bühne stehst und da schauen dir. Und das ist ja nicht dein Job. Das ist ja ein seltsames Hobby. Halt nur für mich allein jetzt. Und ich müsste mich einfach mal in die Fußgängerzone setzen und gucken. Kannst du mal machen. Kannst du eigentlich auch einfach nichts tun in deiner. Nee, du hast ja eine schöne Gartenlaube und da einfach mal sitzen und in den Himmel gucken und Sternchen zählen, weil du bist ja Buchautor, wie gesagt, Hobbymusiker, ambitionierter, Koch sowieso. Dann hast du noch eine Familie, einen Garten und so weiter. Kannst du einfach mal still sitzen? Nee, dazu habe ich zu viel Lebensangst. Lebensangst? Das habe ich noch nie gehört. Klingt also aber jeder gut. Kleinunternehmer hat immer Angst vor der Pleite. Das geht von Anfang an, seit 40 Jahren so. Was machst du, wenn der Betrieb verreckt? Und da habe ich mit beginnendem Lockdown mich auf ein früheres Hobby besonnen, nämlich Holzschnitte zu machen. Also eine Walzendrucke gekauft. Und seitdem mache ich Holzschnitte und ich könnte davon leben. Wirklich? Ach, schön. Das haut gut hin, habe eine treue Kundschaft, verkaufe vielleicht in der Woche 5, 6 so Dinger. Aber sag mal kurz, was ist ein Holzschnitt? Ein Holzschnitt ist eine Holzplatte, meinetwegen wie ein DIN A4-Blatt, Zentimeter dick. Und da schnitzt du Figur rein, das war wie ein Stempel, ein Holzstempel. Also dreidimensional sozusagen, du schnitzt es raus, also du schnitzt. Dann wird es eingefärbt und dann kommt Papier drüber und dann hast du wie beim Stempel. Und dann kannst du gleich 3 so Stempel machen, hast du 3 verschiedene Farben. Und was machst du da, Motive? Die Motive sind, also ich habe ein Weinglas, Wein. Das letzte waren 2 Vögel. Weinglas, gutes Stichwort. Prost. Prost. Tschüss. Aber woher kommt diese handwerkliche Fertigkeit zum Schnitzen? Bevor wir auf das Thema Reise übergehen, wo uns der Daniel schon. Und wir müssen auch noch mal ziehen hier. Also, naja, wenn du Möhrchen und Zwiebelchen.
Also ein guter Koch braucht eigentlich viel frauliche Fertigkeiten. Sag's nochmal. Das ist noch politisch korrekt war heute. Das Kochen ist eigentlich schon ein bisschen ein weiblicher Beruf. In der Massenveranstaltung, nein, nicht, wenn du 1000 Essen machst, ist das nicht. Aber von Haus aus musst du handwerklich geschickt sein. Also wie früher die Frauen häkeln gelernt haben, stricken gelernt, Nähmaschine, wie geht das und das. Und die Begabung habe ich. Also ich viele weibliche also meine Gene. Knöpfe nähe ich selber an. Meine Frau kriegt das gar nicht hin. Also ich koche ganz gerne, aber einen Knopf werde ich, glaube ich, nie in meinem Leben an. Da gehe ich zum Schneider. Aber alles ich in war der auch Küche in einer Schule, da hast du das alles noch gelernt. Kannst du stricken und häkeln? Ich kann es jetzt nicht mehr, aber ich konnte es mal. Wäre doch auch noch was für dein Sortiment. Komm, wir machen mal eine kurze Frage dazwischen. Hier. Was? Kurze Frage, kurze Antwort. Ja. Gute Frage. Maggi, ja oder nein? Privat am Kartoffelsalat, auswärts gerne. Privat am Kartoffelsalat, auswärts gerne, das verstehe ich es nicht. In der Wirtschaft. In der Wirtschaft, okay. Selber daheim gibt es es nicht. Pizza oder Pasta? Kurze Antwort, denk nicht so viel nach. Pizza nur selbst gemacht. Martini, geschüttelt oder gerührt? Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich habe leider den Unterschied noch nie richtig rausgekriegt. Ich kann dir ein Erlebnis mit Martini erzählen. Ja, erzähl mal. Ich war in New York am Broadway. Gegenüber war eine Musical. Perfekt zur Reise jetzt, ne? Und auf der anderen Seite war so eine Bar von der Jahrhundertwende. Es gibt da in Broadway gibt's Bars, da meinst du bis im alten London so. Und da haben die dann Martini 3 so zur Entspannung. Weißt du, was das ist? Ich wusste es nicht. Ein schlankeres Glas wie das, so hoch mit reinem Gin, eine Olive rein und oben ein bisschen Martini drauf. Das ist dann extra 3. Aha. Und das trinken die after work. Ich trinke das, hinterher ist man in das Musical. Ich war besoffen wie nie in meinem Leben. Ein Glas Schnaps muss man sich und schon überlegen. Der Amis After Work zur Entspannung. Ich dachte, und ich habe nie mehr in meinem Leben einen Cocktail getrunken. Okay. Und dann gibt es ja die Süßen, auch beim Thailänder. Ich glaube, das wurde erfunden, um irgendwie pubertierende Mädchen besoffen zu machen oder irgendwie den Alkohol zu verstecken. Ich glaube, es ist ein hinterlistiges Getränk. Also Martini ist ja auch so was das ist, hat was, ist ja was ganz Eigenes. Es gibt ja, entweder du magst es, als, es gibt ja ganz viele, die können mit Martini, ich kann mit Martini eigentlich nichts anfangen. Ne? Ja, wahnsinnig schnapsig, ne? Nö, finde ich es nicht, oder? Nö. Aber durch den das hat so Geschmack, durch den Zucker merkst du halt den Alkohol. Genau. Ich glaube, das ja, ist wie so du sagst, es ist, glaube ich, einfach, hat er vielleicht 20, ich weiß, müsste es wird einfach der Alkohol versteckt. Ja, absolut. Deswegen, wie im Wein. Ich trinke Whisky, je in der Woche Fleisch. Ist übrigens nicht viel. Ich habe ein bisschen hier, wenn du willst. Wir können, ich kann dir aus dem Schliersee. Kennst du den Slyers? Aus dem Schliersee. Der kommt geschöpft. Aus dem Schliersee, der Whisky. Echt? Ein Slyers-Whisky. Habe ich hier, wenn du willst. Ja, probieren wir noch. Ja, noch her. Wenn der Ron uns ein Glas bringt. Guck mal, dass wir hier die Fasson waren. Sowieso. Das ist jetzt nicht hier. Der Mann am Klavier. Kannst du ihm Bier oder einen Wein geben? Kannst du ihm auch einen Wein geben, wenn du magst? Daniel ist doch Bayer. Gebürtiger Bayer, der mag doch gerne Bier. Ja, was hast du denn da für... Also Reise, Vincent, wir sind eigentlich beim Thema Reise. Das ist Mannheim. Ich habe verschiedene. Ich habe ein ganzes Sortiment hier, immer in meiner Tasche, falls ich mal Durst kriege unterwegs oder so. Aber wir sind beim Thema Reise, Vincent. Reisen tust du gern, das weiß ich. Dein letztes Buch, dein vorletztes, was Paris war, dein vorletztes Buch, gell? Dein letztes ist Wien. Das letzte war Wien. Ja. Wien, Paris, also du reist gerne? Ja, aber kurz und knackig. Eher Expeditionen. Also es hat mit Urlaub jetzt nichts zu tun. Ich reise wohin, wo ich was wissen will. Ich will wissen, zum Beispiel das Orakel von Delphi, was ist da los? Also trotzdem eine Erholung. Wie sieht das aus? Ist ja eine geistige Erholung. Also nichts wie hin, ja, ja. Also ist ja eine Reise. Also aber reist der Bauch immer mit? Weil du sagst, du kannst ja nicht so richtig abschalten. Es gibt kein... Gehst du da, kein Ausflug, keine Reise, wo am Ende kein Gasthaus ist.
Wo keine gute Kneipe ist, da bin ich auch. Also Frühstück, Mittagessen, Abendessen, drei Kneipen. Also nicht Hotel. Unbedingt. Aber abends an Feiern muss eine gute Kneipe sein, irgendwo. Die gibt es ja überall, man muss sie nur finden. Also mal mehr, mal weniger. Das ist das Problem. Ja. Du musst es finden. Also Reisen hat bei dir viel auch mit Kulinarik, mit Essen auf und jeden Fall. Zu tun. Schau mal, hier ist der Whisky. Trink mal gleich. Nee, ich hab sogar ein extra Glas. Also Cluburlaub, wo es dann die obligatorischen Pommes und Schnitzel vom Buffet und Salat Nein, Buffet und so weiter. Nein, habe ich noch nie gemacht. Kommt nicht in Frage. Ich hab, also das, was Schluck. Der Deutsche so als Urlaub ansieht, habe ich noch gar nicht. Ja, man muss ja unterscheiden zwischen Urlaub und Reisen. Bin das noch sind nicht ja zwei in die Wiese gelegen oder sonst irgendwas. Sondern Vincent, bitte. Wein, Whisky, du musst das nicht abwechseln. Also, das komm ich ja mit dem Hinterherschenkel gar nicht hinterher. Sag mal, was ist denn das? Ist es zu wenig? Pfütze. Ich bin jetzt ein Whisky-Trinker, das ist zu wenig. Naja, wenn er eine Flasche in der Woche trinkt. Ja, so. Ja, das ist jetzt ein normaler Whisky. Schon wieder was gelernt. Da trinkst du eine ganze Flasche am Tag, in der Woche. Schau mal, jetzt habe ich mich versucht. Ich trinke jeden Abend ungefähr ein bisschen mehr wie das. Ohne Flasche Bier, also du trinkst ganz schön viel, ne? Ja, aber erst Bier, Whisky, Wein. Wenn es dunkel wird, ja, ja. Aber im Winter wird er früh dunkel. Mein Arzt ist zufrieden mit dir. Du werde sensationell. Jetzt probier mal. Neber werde wie ein Baby. Ich bin ja kein Whisky-Fan. Ich habe den noch gefunden zu Hause. Man merkt eigentlich sofort, dass er nicht aus Schottland ist. Ja. Das Rauchige fehlt, als ist er Torf. Ja. Aber es ist ein guter Schnaps. Guter Schnaps. Oh, ja. Für einen Schwaben ist es schon ein ordentliches Kompliment. Nee, und das deutsche Schnapsgesetz ist guter Schnaps auf der Welt. Also gilt Whisky als Schnaps? Ja, natürlich ist ja. Schnaps. Ja, also Single Malt Whisky. Ist ein Kornschnaps, der gelagert ist. Mhm. Nicht schlecht. Wo kommt der her? Aus dem Schliersee. Also vom Schliersee? Vom Schliersee. Aus vom Schliersee. Ist doch dieser Teich wieder in meiner Achtung gewachsen. Der Schliersee, der ist ja in Bayern angeblich. Ja, der Gerhard Pold wohnt dort. Ich war schon ein paar Mal dort. Das ist eine schöne Gegend. Ich glaube, die haben Schnee bis Ende Mai. Da brauchst du viel Whisky, das doch. Whisky. Gut. Also wir haben schon geklärt, du bist nicht kein, sagen wir mal, durchschnittlicher Tourist, sondern du bist dann sozusagen auf Expedition, wenn du unterwegs bist. Also ich war in Griechenland, um für dieses Buch zu recherchieren mit meiner Tochter. Wir haben in 10 Tagen, ich glaube, 2.500 Kilometer zurückgedeckt. Ui. Jeden Stein umgedreht. Morgens um 6 Uhr aufgestanden. Und deine Tochter macht das mit? Die ist doch eigentlich noch fanatischer wie ich, also jedenfalls mit den Griechen. Die hat es auch besser drauf gehabt. Ich wollte gar nicht nach Griechenland. Sie hat gesagt, Vater, komm mit. Solange du nur lebst, muss wenigstens einmal auf der Akropolis gewesen sein. Also bin ich mit. Es wird eng, wir müssen das jetzt bald machen. Ja. Und als Souvenir hast du mitgebracht, Olivenöl? Nee, ne? Ich nehme zum Essen nie was mit, weil es gibt für jedes gute Produkt in Deutschland gute Importeure. Und ich schleppe mich gern. Also mir war ja schon die Schallplatte zu viel heute im Zug. Ich kann es nicht leiden. Gepäck. Was du haben musst, ist ein Geldbeutel, wo Geld drin ist. Das weiß ich auch aus meiner Motorradzeit. Nicht hinten da die Leberwurstdosen drin, sondern ein Geldbeutel musst haben. Was für ein Motorrad hast du eigentlich? Ich habe nur eine Guzzi Bellagio. Oh. Schön frisiert, läuft 230, ist nicht schlecht. Fährst du die noch auch aus? Nee. Dieses Jahr höchstens zweimal, es regnet ja da. Wir können ja mal Motorrad fahren zusammen. Ich habe eine Kawasaki W800. Ja. Bin jetzt seit 2 Jahren auch wieder aktiver Motorradfahrer. Aber weißt du, warum ich noch lebe? Besuch mal dich mal, weil du alleine fahre. Ich bin ein entspannter Cruiser, ich bin kein Racer. Finde ich, jeder will da schneller, jeder will noch zackiger in die Kurve. Ich nicht. Also willst du trotzdem mehr mit mir fahren? Ich bin schon ich hatte ein Motorrad, da bin ich Nordschleife, Nürburgring gefahren. Dann in Spa bin ich ein Rennen mitgefahren. Da war vor mir John Surtees und Agostini. Das sind ja so 80. Denen muss man aufs Motorrad helfen. Aber wenn die gefahren sind, Jesus Maria. Ich war der Letzte, ist ja logisch. Völlig verängstigt. Aber merkst du, Thomas, er lenkt ab. Die Tour wird nichts. Also ich komme trotzdem mal vorbei mit dem Motorrad, Vincent. Das mach ich. Und ich muss sagen, das tut jetzt diese Rennfahrerei war der größte Blödsinn meines Lebens, dass ich das überlebt habe.
ich kann es selber kaum fassen. Und das mache ich nicht mehr. Wenn ich fahre, ganz gemütlich, fahre ich nur mit einem bestimmten Ziel. Ich muss irgendwo hin, aber zum Spaß in der Gegend rumfahren. Machst du nicht? Habe ich keine Zeit mehr. Ich bin zu alt dafür. Ja, im Moment hat man ja Zeit. Also nein. Ich genieße es sehr. Man muss jeden Tag auffüllen und im Garderschaf oder dies oder jen. Ich komme einfach nicht nach. Gestern habe ich meine Biene auseinander gemacht, ob das alles okay ist. Und dann habe ich ihren bösen Mittelfinger. Jetzt kann ich nicht mehr Bogen schießen. Jetzt habe ich die Daumentechnik der Asiaten. Ah, jetzt kommen die seltsamen Hobbys. Bogenschießen, Imkerei. Jetzt schieße ich so Reiterbogen mit dem Daumen. Was schießen ab? Nichts. Nix. Also die Typen, die auf so Plastiktiere schießen, finde ich pervers. Ich habe eine Zielscheibe. Und das japanische Bogenschießen ist, du schießt dich selber ab. Mhm. Also es geht hier um... Wie weit ist denn diese Zielscheibe weg? Also 25 Meter. Scheint mir viel. Der Malle ist wie weit weg jetzt von uns? 15 Meter? Das sind 20 Meter. Das sind 20 Meter, also 5 Meter noch weiter. 50 Mal. Da muss man ja schon berechnen, da muss ja der Bogen, da muss ja schon eine Flugbahn haben, oder? Der Pfeil, oder ist der so schnell, dass er doch gerade fliegt? Also ich habe zweierlei, ich habe Bambusbögen, selbstgebaute, die sind schwer. Da ist das Flugverhalten tatsächlich ein bisschen höher. Okay. Dann habe ich aber Kohlefaser. Pfeile, die haben eine relativ fast die doppelte Geschwindigkeit. Und die fliegen erstmal gerade. Dadurch sind die eigentlich leichter ins Ziel zu bringen. Ich habe nur Liebhabereien, die ich alleine machen kann. Mhm. Es gibt wie so ein Eigenbrötler. Also Tennis geht nicht, brauche ich einen Partner, Termin geht überhaupt nicht. Nur jetzt habe ich Lust, das zu machen oder fotografieren. Was machst du mit deiner Frau zusammen? Mit meiner Frau wird gefrühstückt morgens und Mittag gegessen. Und einmal in der Woche machen wir eigentlich gerne einen Ausflug. Irgendwohin. Willst du noch einen Wein, apropos? Und den benutze ich auch zum Fotografieren. Das ist auch noch dein Hobby, Fotografieren. Weil du sagst, du hast ja die Kamera extrem. Ich habe früher eigene Dunkelkammer und Zirkus. Ich habe auch Mittelformatkameras und... Also ich habe. Aber Vincent, wie schaffst du das, wenn wir, nehmen wir mal an, es ist alles wieder normal. Du hast also 5 Tage die Woche auf, hast einen Betrieb am Laufen, musst dich drum kümmern. Das ist ja, braucht man ein gutes Zeitmanagement. Ich habe ja Nachmittag zwischen 2 und 6 Uhr frei. Das ist viel. Naja. Naja, aber 6 Uhr, wann macht ihr 18 auf? 18 Uhr. Wann macht ihr auf? Ja, um 18 Uhr. Also, muss ja vorher und wenn ihr mal um 19 Uhr kommt, ist nicht tragisch. Also das ist, ich bin schon mittlerweile abends der Letzte und der Erste, der geht. Feierabend, der geht, ja. So ähnlich, ne? Aber es ist ja so, du kannst ja, jetzt bin ich 50 Jahre Koch, du kannst das nur entspannt durchhalten. Also wenn du das als Sportart siehst, im Sternebereich, da bist du einfach nach 20 Jahren völlig verbraucht. Aber das ist doch ein Sport, wenn man das so immer im Fernsehen sieht. Zack, 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 hier muss das, dann darf es nicht kalt werden, dann muss das. Und hier fehlt noch was, hier ist noch irgendwas falsch hingelegt und dann muss das aber da. Und ja, der Herr aber X das geht so. Ja nicht 8 Stunden lang. Sagen wir mal, diese Spitzenzeit sind 2 Stunden, wo es richtig rappelt. Also mich stresst es schon immer beim Zugucken, wenn man da so Reportagen im Fernsehen sieht. Ist weil da muss ja auch alles akkurat. Ne? Was für einen Beruf hast du? Ich habe keinen Beruf, ich bin Journalist. Das ist ja ideal, verstehst du? Ja. Aber du musst auch abgeben manchmal einen Text und da kommt Stress auf. Ja, klar. Und da kommt dann halt die Professionalität. Ja. Also ich muss jetzt einen Bericht schreiben über Thomas Bernhard. Ich muss liefern. Und das kommt dann immer auf den letzten Drücker. Und dann kommt die Übung ins Spiel und dann... Aber wann ist eure Stresszeit? Also ist es quasi, wenn die Leute um 8, 8 und 9 okay. abends. Und mittags ist es eigentlich stressiger, weil die Leute kommen um 12, 12:30 und um 2 wollen die schon wieder irgendwo zum Wandern oder was weiß ich was machen. Der Mittag ist viel, viel anstrengender, dann musst du in 2 Stunden eigentlich das Thema durchbringen. Und das ist, glaube ich, eine... Berufsroutine. Naja, und wenn du sagst, du bist 50 Jahre im Geschäft, da lassen ja die Kräfte auch irgendwann mal naturgegeben nach.
Ja, ist ja klar. Ich meine, deswegen tue ich keine Zwiebeln mehr schälen. Oder wenn mir was runterfällt, sage ich, heb's mal bitte auf oder so. Also man muss ja auch das Delegieren dann lernen. Ja, klar, natürlich. Klar. In so einem Betrieb. Aber man muss gewisse, nicht alles, als zum Beispiel die Desserts, da habe ich hübsche Frauen in meiner Küche, die können das besser wie ich. Und das muss man einfach zugeben. Man muss es einfach sagen, ich kann nicht alles. Aber ein paar Sachen, da mache ich jeden fertig. Es gibt eine sehr schöne, muss man richtig gut können. Es gibt eine sehr schöne Dokumentation vom SWR. Ein Porträt über dich, das heißt das Salz in der Suppe. Mit etwas Glück könnte es noch in der ARD-Mediathek sein. Und da kriegt man auch einen schönen Einblick in dein Alltags- und Berufsleben. Kann sein, ja. Aber was mir unter anderem aufgefallen ist, du hast eigentlich ein sehr, sehr, sehr junges Team um dich rum. Also ich habe da kaum Menschen. Das liegt vielleicht daran, dass du schon alt bist. Also das ja, das mag sein. So um die 25 Jahre alt. Ja. So. Ja, das ist schon jung. Das könnten Thomas Kinder sein. Das könnten Jörgs Kinder sein. Ne? Ja. Aber du hast ein ausgesprochen junges Team. Oder war das jetzt Tagesform abhängig? Also mein Küchenchef, der kriegt jetzt auch schon graue Haare. Also der ist jetzt ungefähr 35. Ja gut, das ist das, was ich unter jung verstehe. Der ist so, ich glaube, 10 oder 12 Jahre bei mir. Der Sommelier ist auch 12 Jahre bei mir. Aber sie sind jung. Meine Tochter ist 40. Auch jung. Aber die haben schon... Du hast ja... Also ein Musikstudent, weißt du das mit den Wunderkindern? Er hat nach 3000 Übungsstunden eigentlich die Reife der Hochschule, die Hochschulreife. Dazu braucht man 3000 Stunden. Das hat irgendeiner mal ausgerechnet. Ein Wunderkind hat es so mit 6 Jahren schon hinter sich. Deswegen ist er ein Wunderkind. Und ein junger Koch, der, sagen wir, 5 Tage in der Woche 8 bis 10 Stunden arbeitet, der ist nach 3, 4 Jahren, hat er eine riesen Arbeitserfahrung. Deswegen geht es eigentlich relativ schnell, weil, ich weiß nicht, ob ein Musiker, ein Pianist, ob man am Tag 8 Stunden lang übt, ich glaube kaum, aber... Daniel, Herr Meister. Daniel! Ja, das hat er gemacht. Hat er bestimmt nicht mehr. Mal gemacht. Braucht er nicht mehr. So ein Tag. Das braucht er nicht mehr, aber... Deswegen kommt beim Koch in jungen Jahren schon sehr schnell eine tiefe Berufserfahrung dazu. Was ist denn ein guter Koch? Eigentlich einer, der sein Zeug selber auch gern isst. Das ist nicht so häufig, leider. Jetzt erzähl mal, was kochen für den Kunden. Du hast ja vorhin gesagt, es gibt ein paar Gerichte, da machst du allen Leuten was vor. Was ist das? Was, also wenn wir das nächste Mal zu dir zum Essen kommen. Was? Nee, das geht nicht um das Endprodukt, sondern wie schneide ich eine Zwiebel? Gibt es einen, der das mit verbundenen Augen schneller schneidet wie ich, glaube ich. Zwiebeln? Eine Zwiebel, Feinschneider. Kann ich ein Auge zumachen. Okay, das Handwerk. Kann man üben, oder? Das ist genauso, wie du das auch im Schlaf man ja kann. Aber machst du ja nicht mehr, hast du gesagt, oder? Oder willst du nicht mehr machen? Nee, das schon, aber schälen du es nicht mehr. Das hasse ich. Nicht? Und so gewisse Fertigkeiten oder überhaupt das Gespür, dass irgendein Jungkoch, was heißt Jungkoch, habe ich nicht, aber einer, der dort steckt ein Thermometer in den Stegen und sagt, hey, das braucht nur 3, 4 Minuten. Das sehe ich dem Ding an. Aber wenn die 50 Jahre lang einen Steg anklotschen, dann weiß es irgendwann einmal, was in dem Ding innen drin vor sich geht. Das ist wie ein Bäcker. Das ist geil. Der kann dir auch was machen, ohne dass er alles abwiegen muss. Hast du das Gefühl, dass die Jungen, also dein Team, dass das so eine, dass es sich schön gegenseitig befruchtet? Du lernst was von den Jungen und die Jungen lernen unglaublich viel von dir auch? Absolut. Ja. Wir sind auch, also zum Beispiel, ich weiß nicht, ob in der Küche jetzt jemand ist, zu jeder Zeit kann jemand in die Wilhelmshöhe Küche, auch wenn geschlossen ist, und sich meinetwegen Mehl zusammenrühren, Brot backen oder sonst was. Und das machen die auch in ihrer Freizeit, dass sie sich treffen und jetzt kochen wir miteinander. Das ist doch toll. Oder Ragout oder... Die dürfen sich das abstellen, weil das sind geringe. Wenn meine Mitarbeiter sich da irgendwie ein paar Rostbraten bestellen, meine Güte. Mhm.
Und da wollen sie, probieren sie was aus. Auch viel am Dessert. Mhm. Und ja, toll. Wir wollen da was ausprobieren, Chef. Und sie müssen es nur sagen, Chef, wir kommen heute in die Küche. Und da habe ich eine Uhr, da steht es drauf. Nicht? Da kommt es per WhatsApp. Wie sagen Sie? Ich will wissen, wer in der Bude ist. Wie sprechen die dich an, Chef? Bitte? Sagen die Chef zu dir? Ja, ja. Ja? Seid ihr per Sie? Ja, ich bin selbst mit Kochanfänger, haben wir ja auch. Jeder ist, zu jedem sage ich Sie. Aus Achtung. Jetzt in Musikerkreisen ist es ganz anders, ne? Das ist ganz klar. Aber bei mir geht es eigentlich darum, normalerweise ist es der Chef, der wird gesiezt und er sagt zu der anderen, du. Mhm. Und das ist... Findest du nicht? Du sagst zu allen Sie. Okay. Ich sage das aus Respekt zu denen. Was muss passieren, dass du einem du anbietest im Betrieb? Passiert nicht, oder? Passiert, geht gar nicht. Geht nicht. Wenn sie ausgeschieden sind, also so selbstständig oder irgendwas, das ist was anderes. Aber solange die im Betrieb sind, ist es per sie. Hm. Und selbst die gehobenen Mitarbeiter oder wie soll man die Führungsriege, sind untereinander per sie, weil meine Frau will das. Mhm. Dass da ein Respekt herrscht und nicht diese Kumpelei. Okay. Ist ja gut. Bei der Musik ist es anders, hast du gesagt. Das ist unser nächstes Thema, Musik. Aber ich würde gerne noch trotzdem wissen, ich esse und trinke ja auch sehr gern. Was ist denn dein Paradegericht, wo du sagst, das kann ich, das mache ich dir blind, nachts um zwei? Alles. Das sind einfach zu viele. Ich habe allein auf meinem Laptop 3000 Rezepte. Von dir? Eigene. Ja, von mir. Okay, 22 Jahre. Der Vincent hat mal Siflingknödel gemacht. Zusammen. Aber ich mache da alles wie im Schlaf. Das ist ja. Aber mein Lieblingsgericht willst du womöglich wissen. Das vielleicht hängt es ja zusammen, klar. Das ist Gulasch. Gulasch, welches? Wiener Saftgulasch, gemischtes? Das Wort Saftgulasch ist auch blöd, mein Gott. Das ist einfach ein Gulasch. Naja, es gibt ja schon verschiedene regionale Unterschiede. Nee, wenn du nach Ungarn gehst, lass den Vincent bitte ausreden, Jörg. Es gibt einen kalten Gulasch. Und erzähl. Dann gibt es natürlich noch einen Vierer. Ja, das von meiner Gulasch. Mama ist super, ja. Da kommt ein Spiegelei drauf und eine Wurst rein und so weiter. Da gibt es einen Haufen. Das ist Käse. Oder Segediner Gulasch, ist Sauerkraut. Aber der Urgulasch, da kommt das Fleisch an. Und es muss genauso sein wie in der schlechtesten Kantine, nämlich sehr sehnig. Mhm. Und dann braucht es halt 7 Stunden. Und das macht heute fast keiner mehr. Deswegen, ein zähes Gulasch ist eine Unverschämtheit. Das ist es gibt am Rind kein schlechtes Fleisch. Also zum Beispiel, das beste Gulasch ist aus der Rinderhaxe. Das ist zäh wie verrückt. Mit Sehnen. 2 Wochen kochen? Ja, also auf geringer Hitze darf das ruhig 8 Stunden. Wahnsinn. Und dann wird nämlich die Sehne zu Galert. Bei der Ochsenbacke ist es ganz deutlich erkennbar. Da sind lauter so Segmente mit Sehnen dazwischen in der Backe. Und wenn man das richtig weich kocht, dann vermittelt es so einen saftigen Eindruck. Und deswegen ist Gulasch für mich die Königin der Gerichte. Und warum das so aus der Mode ist, hängt mit dem Food-Fotografen und mit den Zeitschriften, weil ein sehr gutes Gulasch sieht einfach auf dem Foto aus wie ein Scheißhaufen. Das würde ich so nicht stehen lassen. Und wenn es anders aussieht... Wäre eigentlich ein tolles Schlusswort, aber wir sind ja noch beim Thema Musik, Scheißhaufen. Ja, halt Musik, ja. Wir sind abgeschweift. Musik, da gibt es auch viel Scheiße. Ne? Also, ne? Auf dem Markt gibt es viel Scheiße. Auch nicht schlimm. Musik ist ein wichtiger Bestandteil deines Lebens. Ne? Und Jazzmusik sowieso. Und du hast ein großes Herz für Jazzmusiker und bist auch gern Teil der Szene, würde ich mal so sagen. Einspruch. Ich habe mit 15 Jahren im Internat das Jazzpodium abonniert gehabt. Da war ich 15. Ich weiß auch noch, auf da war Bild Außenseiter. Aus dem Foto außen war, auf dem Titel Don Cherry, weiß ich noch, mit seiner Zwergtrompete. Und weißer, nee, das war, wer hat immer den weißen Physikermantel angehabt? Nicht Don Cherry.
Don Cherry. Der mit der, der Trompeter mit der Brille, mit dieser. Hier, der Herr Jazzjournalist, bitte. Nicht Don Cherry. Es gab einen Free Jazz Trompeter, der immer einen weißen Physikerkittel angehabt hat. Wie hieß denn der? Nee, selbst der Daniel kann nicht weiterhelfen. Mit 16 Jahren war ich im Internat und bin anstatt am Sonntag heim, Samstag, Sonntag heim zu fahren mit dem Schlafsack im Englischen Garten in der Nähe des Domizils und habe dort im Freien übernachtet und habe dort zum Beispiel mit 16 Jahren Randy Brecker gesehen. Super. Ich habe nichts kapiert von der Musik. Und ich habe einfach so lange diesen Hardbop gehört, bis es das sind ja Melodien, die sind bloß verdammt schnell. Das musst du halt verarbeiten. Und ich erinnere mich noch heute, wie Randy Brecker diese Trompete, ganz junger Kerl gewesen, hier die Zigarette drin, hat während dem Trompeten eine Zigarette geraucht. Ob das Show war, weiß ich jetzt nicht. Dann habe ich dort Palle Mickelborg, kennst du als Trompeter, heute nicht mehr sehr bekannt, Granatentyp. Und das war mit, ja, da war ich. Ja, woher kam die Liebe? Also von meiner Mutter. Ja. Die war Armstrong-Fan. Also es ging mit Glenn Miller los. Und da bist du her, Ella und Louis, genau richtig, ne? Ja. Als Louis Armstrong. Und da bin ich eigentlich über Louis Armstrong, Ella Fitzgerald. Also sagen wir mal, mit Ella war ja Louis nicht mehr so auf der Dixieland-Kiste. Ja. Da ging ja das schon. Und da bin ich meiner Mutter heute nur dankbar. Weil mein Vater hat es als völlig blöd. Und wir durften auch zu Hause nur heimlich Musik hören, musst du mal vorstellen. Heimlich? Genau. Wenn der Vater war bei den Bauern und wenn der heimgekommen ist, hat aber der Schallplattenspieler sofort zu. Keine Musik. Also unglaublich. Und so bin ich da langsam reingekommen. Und dann hatte ich eigentlich die Gnade, dass ich durch Schleimbeutelentzündung nicht Fußball spielen konnte im Internat. Und dann in welchem Internat warst du überhaupt? In der Klosterschule in Donauwörth. Also mit Patres zweimal katholisch, nehme ich an. Kirch am Tag, zweimal Kirch, morgens, abends. Kaputte Knie vom Knien. Und dann kaputte Knie vom Knien. Ja. Alla hopp. Und dann sind diese Transistorradios aufgekommen und da habe ich AFN gehört auf Mittelwelle. Und so bin ich in den Jazz reingekommen, habe den aber eigentlich nicht verstanden, sondern ich war einfach ein Außenseiter. Wenn du als Jugendlicher nicht Fußball spielen kannst und bei den Bundesjugendspielen nicht einmal zum Sandkasten kommst beim Springer. So vorher, 80 Zentimeter. Dann bist du sowas für mega out, da hast du keine Freunde und gar nichts. Und so war ich für mich gestellt und konnte mich aber dann sehr gut entwickeln in diesen Nischen, die anderen nicht besetzt haben. Und so kam das mit dem Jazz. Und ich war da, also ich jedes zweite Wochenende im Domizil. Später hat er das dann der Joe Heider gehabt. Und der kommt demnächst auch mal hierher. Da zum Beispiel die Herbolzheimer Band, wo ich dann in München geschafft habe, da war es 22. Dann habe ich 14 Tage Herbolzheimer Band. Jeden Abend gehört. Herbolzheimer. Noch Feierabend, wenn ich als Koch fertig war, kostet es keinen Eintritt mehr und die halbe Bier muss ich halt trinken. Das musste ich ausgeben. Das war irre. Yusuf Latif und Typen. Ja, da war ich recht junger Kerl. Und dann ist ja Jazz eine Gewohnheit, eine Hörgewohnheit. Du musst es einfach viel hören, dass du es verstehst. Mhm. Man muss es verstehen. Aber wenn man das versteht, und heute bin ich ruhiger, heute stehe ich zum Beispiel sehr auf Schubert. Und dann habe ich, oder die Sonatenform, das haben wir in der Schule auch, wir haben sehr guten Musikunterricht gehabt. Ich habe es nie richtig kapiert. Und heute finde ich es faszinierend, wenn du weißt, wie die Sonatenform, warum das so und so funktioniert und so weiter. Oder warum Johann Sebastian Bach heute natürlich sehr gut vom Computer nachgemacht werden kann, weil das mathematische Gesetzgebungen sind. Und
diese Musikwelt, also das ist mindestens so wichtig wie Essen, Trinken. Hörst du Musik beim Kochen? Niemals. Immer Stille? Im Restaurant gibt es auch keine GEMA, nichts, noch nie. In 30 Jahren Wielandshöhe hat es dort noch keine Musik gegeben, außer ein reicher Mann hat einmal im Jahr eine Party gemacht und der hat eine Stuttgarter Schauband, das waren aber Typen, die haben es echt, das gibt es nicht mehr, in der Unterhaltungsmusik, echte Weltmeister, die haben da mit einem schwarzen Sänger, die haben das so gemacht, weil komischerweise sind ja, das war vor 10 Jahren, sind ja die 80-Jährigen, das ist ja die Soul-Generation. Mhm. Gerne wollen die der Soul-Musik, die alten Knacker, das ist ja irre. Und da stehe ich ja heute noch drauf. Gell? Und ein Leben ohne Musik. Vorher würde ich, glaube ich, das Essen beenden oder nur noch Trockenbrot. Mhm. Aber bist du in der Küche auch so ein bisschen jazzmäßig unterwegs? Improvisierst viel, probierst viel aus, machst ein bisschen hier, ein bisschen da und guckst nur. Das ist ja das, was mich, ich kann zum Beispiel auch mit der Flöte oder ich konnte keine Klassik spielen, weil da musst du dich ja an Werktreue halten. Ja, wenn ich jetzt aber eine bessere Idee habe wie der Beethoven, warum soll ich die nicht einbringen? Und dann ist der Rhythmus irgendwie ein bisschen zu langweilig. Und beim Kochen ist es das Gleiche. Also ich habe schon 1000 Mal Maultaschen gemacht, aber nie die gleichen. Nee? Nee. Das ist immer anders. Apropos Kochen, wir haben noch ein kleines Geschenk für dich. Es gibt Merchandising-Artikel und es gibt eine Kochschürze von uns. Das hat aber nichts mit dir zu tun, die gibt es für jeden, der das haben möchte und für jede, die das haben möchte, nämlich auf unserer Homepage geschmackssache.de, da kann man diese Schürze und andere Dinge bestellen. Ich kann die wirklich gebrauchen. Die lässt sich auch verstellen. Ja klar. Und du kriegst noch einen Korkenzieher. Das sind alles... Und ein Whiskyglas. Ist egal. Scherz kriegst du trotzdem mit. Also Korkenzieher, das ist eigentlich wichtiger wie Musikinstrument. Siehst du mal, die meisten, da fängt das Leben. Die meisten guten Weine, Vincent, das weißt du auch, haben mittlerweile Schraubverschluss. Ne? Ja, überhaupt. Also ich liebe es. Ich lege das trotzdem mal dahin. Ne? Ich mag Schraubverschluss, weil die Flasche ist so schnell offen. Das stimmt. Du kannst auch gut brauchen. Hast bestimmt noch keine. Ich habe kein Scherz. Der Koch hat keine Schürze. Betrieb schon, aber nicht. Ja. Ich muss dir sagen, als wir unsere allererste Show hier aufgezeichnet haben, da hatten wir, war ich mir ganz sicher, dass ich Weinflaschen nur mit Schraubverschluss hat. Da war aber eine Flasche, so wie heute, mit einem Korkenzieher versehen. Und da ja im Moment unser Betrieb etwas brach liegt, ne, konnten wir wirklich im ganzen Raum hier keinen Korkenzieher finden. Da musste wirklich jemand ins Hotel rüberlaufen, um einen Korkenzieher zu holen, damit wir die Flasche entkorken konnten. Man ist es fast nicht mehr gewohnt. Ja, es ist stilvoller mit Korken. Aber als Köch haben wir den Korken immer mit dem Stahl nach innen reindrückt. Das ist ja die brutale Tour. Das haben wir früher auch gemacht. Ja. Das darf man nicht machen. Nee, darf man nicht. Aber der Wein ist im sehr... Willst du noch ein Stückchen? Nein, Whisky ist immer Endstation. Oh. Danach kann nur noch Whisky kommen. Oh. Und ich kann dir die Flasche mitgeben. Wenn hast du verstanden? Ja, ich trinke ja nach Whisky kommt Whisky. Ich trinke ja kein Whisky. Whisky hat er ja noch. Du kannst ja auch vom Kirschwasser nicht zurück zum Wein. Das geht nicht. Kirschwasser. Das ist einfach eine Verdichtung. Da kannst du nichts mehr draufsetzen. Mhm. Dann, wenn du mit Schnaps anfängst, musst du also du fängst mit Bier an. Bier, dann kommt der Wein. Wein, dann kommt ein Gutnachtschnaps. Und das jeden Tag? Jeden Tag? Jeden Tag? Ja, schon ziemlich lang. Oh. Thomas. Das ist ein Traum. Das ist ein Traumzustand eigentlich, ne? Der Daniel hat uns ermahnt. Ja, die Zeit rennt, wir sind quasi schon am Ende, ne? Wir sind am Ende. Alles haben wir noch nicht gesagt, um Gottes Willen. Lange nicht. Vincent, schön, dass du da warst. Vielen Dank fürs Kommen. Ich muss es zum Abschluss sagen, es ist der schönste Jazzclub überhaupt. Ich habe schon viele gesehen und das ist, und ich finde auch so zeitgemäß, ich bin aufgewachsen in Jazzclubs, dann brichtest du heute in Sauerstoffmaske. Und das finde ich einfach modern und zeitgemäß und schön. Und ich glaube, der Musiker kann hier auch auftreten, ohne dass er seine Gesundheit in Mitleidenschaft zieht. Wir werden dich hier auch bald wieder auf der Bühne sehen, weil wir wollen das natürlich sehen, diese portugiesische Mandoline. Jetzt hast du dich so weit aus dem Fenster gelehnt. Ich muss vor Publikum
Das Ding ist wirklich klasse, muss ich sagen. Weil ein Instrument mit der Trompete ist schwieriger, aber man kann sich sehr Trompete ist sowieso das schwierigste Instrument von allen. Ich finde auch, es ist verdammt schwierig. Vincent, Dankeschön. Ja. Endlich mal einer, der das versteht. Ne? Wobei es, man muss wirklich dazu geboren sein. Den wenigsten ist es vergönnt. Ja, auch vom... Wir driften etwas ab, lieber Thomas. Ich unterbreche dich ungern. Jedenfalls, die Geschmackssache geht leider zu Ende für heute. Ja. Wir bedanken uns bei Daniel Brandl, der die Uhr immer im Blick hat. Erleben. Und wir bedanken uns vor allem bei Vincent Klink aus Stuttgart. Vielen Dank für deinen Besuch. Dass du da warst. Alles Gute für dich. Und bleibt uns treu in der Geschmackssache-Podcast. Vielen Dank. Macht's gut. Das war die Geschmackssache, der Podcast von Thomas Siffling und Jörg Haidt. Mehr Geschmackssachen im Netz und auf allen gängigen Streamingportalen.